Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Haben wir wieder eine kleine Brauspezialität aus Bayern hier, und zwar das Weihenstephaner Hefeweißbier Dunkel. Hatten wir noch nicht gehabt. Mitgenommen hatten wir es aus dem Getränke Hoffmann, das heißt, wir sind immer noch mit dieser Tasche aus 2019 beschäftigt, aber sie nimmt langsam tatsächlich ab. So, was haben wir denn da? Da haben wir erstmal Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe, 5,3% Umdrehungen, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Ja, bayerisches Bier steht auch nochmal drauf, schön hier. Weihenstephaner, meines Erachtens hatten wir doch da eigentlich recht gute Erfahrung gesammelt. Ich kann mich zumindest erinnern, dass wir da schon mal so eins probiert hatten. Jo, ein dunkles Hefeweißbier, warum nicht? Habe ich jetzt eigentlich Bock drauf? Geht auch so Richtung Nachmittag jetzt. Ich glaube, das können wir uns schmecken lassen, oder? Habt ihr Bock drauf? Ich auf jeden Fall. Ja, NRW-Flasche, was kann man noch sagen? Vom Etikett her, jo. Ist solide, ne? Durchschnittlich. Schaut mal selbst, so schaut's aus. Und wir haben natürlich mal wieder Bierdurst, ne? Also würde ich sagen, machen wir mal auf das Ganze. Blub. So, erstmal die Kapsel. Ja, Weihenstephaner ist natürlich bedruckt. Sieht sehr, sehr schön aus. Boah, kriegt wieder der Sammler. Ach, wisst ihr Bescheid? Wir hatten ja schon ein Video gemacht, ne? Der hat sich übrigens immer noch nicht gemeldet, aber naja. So, Entspannungsverdampfung kommt ein bisschen raus, sieht ganz hübsch aus und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Haben wir über Bier gewascht. So. Ja, kommt ja doch recht ruppig da ins Glas hinein. Aber okay. Ist okay, ist okay. Oh, doch, sieht schon ganz dunkel aus. Oh ja, da hat sich ja schön was abgesetzt. Das müssen wir mal rausrühren. Nicht wahr, Freunde? Sieht aber schon mal so ganz anständig aus. So, dann gießen wir mal auf. Oh ja, schön. Da kommt eine richtig schöne, ja, Hefespirale, die zeige ich euch jetzt gleich mal. Oder ich mache es mal gleich, bevor sie weg ist. Ups, hat mal ein bisschen gekleckert. Schaut euch mal diese Spirale an. Ich hoffe, man erkennt sie, ja, wie sie sich runterdreht. Das ist natürlich wieder traumhaft, ne? Ja, können wir schon mal gucken. Was haben wir denn da? Ist ein Bier, hä? Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. Für ein Weißbier typisch eine ordentliche Blume. So muss das sein. 1, 2, 3. Naja, auf jeden Fall 3 bis 4 Finger breite Blume. Das erwarte ich aber auch bei einem schönen Weißbier. Hier ganz klar fein bis mittelporig. Keine Luftbläschen wirklich oben drauf. Das ist so richtig cremig, Cappuccino-farben von der Blume her. Eine prima Konsistenz. Ich zeig's euch mal rein. Schaut mal an, was da. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also da sind richtig viele Proteine drin. Sieht sehr, sehr schön aus. So, jetzt werde ich aber kurz nochmal den Rest dort reingeben. Das soll man natürlich auch noch im Glas haben. Ich mache das ja immer absichtlich, dass ich da so drehe, weil ich da so immer so, oh, da kommt ein schönere Spirale so zustande. Mein Gott, das sieht wieder aus wie gezeichnet, Freunde. So, schauen wir mal ins Glas rein. Was haben wir denn da? Na, da haben wir ganz klar natürlich erstmal ein, ja, unfiltriertes, naturtrübes Bierchen. Richtig extrem saftig, Freunde. Von der Farbe her würde ich ganz klar sagen, das ist so eine richtig schön helle Erdfarbe, ne? Das sieht so richtig schön naturell aus, so richtig schön erdig, kernig. Ja, so nach Natur. Sieht sehr, sehr schön aus. So, durchaus vielleicht sogar ein paar Orangefarbtöne mit enthalten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so richtig braun, nicht so richtig dunkel. Das ist eher so ein bisschen frisch hell, sage ich mal, aber deutlich erdfarben. Ja? So richtig schön urig, würde ich fast schon sagen. Eine wunderschöne Tiefe kann ich erkennen. Das ist so richtig schön saftig, wie es ausschaut. Auf gar keinen Fall wässrig. Ein paar Schwebeteilchen habe ich entdeckt und hier unten, wo sich das Glas so verjüngt, da sieht man sogar ein bisschen aufsteigende Karbonisierung, sodass es anscheinend auch von der Optik her zumindest ein bisschen, ja, spritzig sogar aussieht. Ne? Das perlt schon so ganz ordentlich ab. Ja, Hefespirale habe ich schon erwähnt, haben wir es mal wieder geschafft, dass es wirklich ganz gut aussieht. Die schlängelt sich so richtig schön nach unten, einfach von der Ästhetik her immer ein sehr, sehr schöner Effekt. Und die Blume, naja, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich glaube, die hält ja standardmäßig locker 90 Sekunden durch. Also da gibt es, glaube ich, absolut nichts zu kritisieren. Freunde, ich bin mehr als begeistert. Und ihr wisst, was das bedeutet.
für die Optik, für die Ästhetik möchte ich gerne 6 von 5 / 6 möglichen Punkten geben. Das heißt, eine Krone-Bewertung für diese Optik und Ästhetik, weil ich finde es einfach verdammt lecker. Es sieht einfach sehr, sehr ansprechend aus. Und wenn der Wirt mir das so hinstellt, dann wisst ihr schon immer, ne? Genau, dann sage ich, hier, komm, lass stehen, zapf schon mal das nächste, der Bierseppler hat Bierdurst. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig lecker. Mal sehen, wonach es duften tut. Ich bin gespannt. Naja, da kommt jetzt nicht so viel durch die Blume durch. Die ist natürlich sehr kompakt, ne? Deswegen wird jetzt wenig vom Bouquet tatsächlich aufsteigen. Aber so ganz leicht riecht man natürlich schon so diesen Malzkörper heraus. Eine ganz leichte Hefe, wie gesagt, sehr mild, sehr zurückhaltend. Aber das kann, wie gesagt, auch daran liegen, dass sie wirklich eine sehr, sehr kompakte Blume oben drauf ist und die lässt halt wenig Aromastoffe nach oben aufsteigen. Leichte Säure vielleicht noch. Also da kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber es ist jetzt erstmal nicht unangenehm. Und nur Freunde, genau, der Antrunk, der kommt nämlich jetzt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich auf jeden Fall. Ihr Lieben, auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh ja. Ja, schon lustig, ne? Also antrunktechnisch fangen wir mal an, das Ganze so ein bisschen mal auseinander zu klabüsern. Das Bier läuft im Mundraum rein. Was haben wir dann erstmal, würde ich sagen, so einen schönen Hybride. Ne? Das ist sowohl erstmal richtig schön dynamisch, es hat einen guten Zug drauf, es wirkt offensichtlich erfrischend. Zumindest so ist es sehr angenehm im Mundraum, stelle ich mir wieder sehr, sehr gut vor im Biergarten im Sommer. So lecker, da macht sich sowas immer ganz gut. Andererseits natürlich aber auch bei einem Hybriden die gewisse Gemütlichkeit, das heißt durchaus auch ein bisschen länger, wo ich immer sage, Mundraum behalten, ein bisschen Temperatur anziehen lassen und den Aromen noch ein bisschen Chance geben, sich auszubreiten. Die Aromen möchte ich dann auch nochmal gleich so ein bisschen ansprechen. Die erste Nuance, die einem wirklich fast entgegenhüpft, das ist so eine gewisse Nussigkeit, die ich da herausschmecken tue. Ganz klar kommt die hier vom Malzkörper her. Wir haben intensive Malzsorten anscheinend da drin verwendet, weil man merkt schon, das ist schon so eine gewisse Kernigkeit, ne, die man da drin hat. Also deutlich präsent, ziemlich selbstbewusst schiebt sich's nach vorne, ohne aber, sage ich mal, eine Spitze hervorzubringen. Ja, also wenn eine kleine Spitze Nussigkeit, aber so von dem Lieblichkeits her oder Getreidesilo, wo wir fast schon immer sagen, da sind wir noch weit von entfernt. Ne? Ist fast ein bisschen zu kalt, sage ich mal, weil Weißbiere mag ich eigentlich eher ein bisschen, wenn sie Temperatur angezogen haben. So, da bewege ich mich ja immer ganz gerne so zwischen ja, 9 bis 12 Grad, sage ich immer, Trinktemperatur. Hier mit ja, 7 Grad ist das schon fast immer ein bisschen zu kalt, sage ich mal. Aber ist auch immer so Geschmackssache. Nach der letzten Messung, wobei hier mit den Beleuchtungen hier, da wird das wahrscheinlich eh bald wieder Temperatur anziehen. Ja, ansonsten Fruchtkörper, das heißt Bananigkeit, die ich eigentlich erwarte, habe ich jetzt persönlich beim ersten Schluck noch nicht herausschmecken können. Gleiches gilt für einen Hopfen, für eine Floralität oder ähnliches, das wir so im Bier erwarten. Sondern tatsächlich der Fokus beim Antrunk ganz klar Malzkörper. Ne? Das sind so diese Komponenten, die wirklich hier nach vorne stechen. Das ist so, was einen begrüßen tut, wenn man das Bier zuerst im Mundraum reinbekommt. Ja, das ist so, ach, da bin wir und dann stellen wir uns mal eine Runde vor. Im Fazit, Antrunk macht, was er soll, bereitet den Mundraum prima auf das Bier vor und macht Bock auf mehr, sage ich mal. Es ist kein Highlight, aber es macht auf jeden Fall Bock nach mehr und da haben wir natürlich auch Bock, da steigen wir ein bisschen tiefer ein. Da, ne? Hat schon einen guten Zug drauf, kann man auch durchaus ein bisschen schneller trinken, ist ehrlich, verzeiht einem das, bleiben genug Aromen übrig, sage ich mal, sodass man auf der Zunge noch was hat. Interessant, leichte Herbe, ja, aber auch eher sekundär im Hintergrund. Tendenz ist, nimmt eher ein bisschen kleinere Schlucke, würde ich jetzt persönlich empfehlen. Da passiert da ein bisschen mehr, als wenn ihr zu größere Schlucke nimmt. Ja, es ist so ein bisschen weder Fisch noch Fahrrad, ne, im Körper drin, in der Textur.
da ist man noch auf einmal ganz sicher gegangen, glaube ich. Entweder ist es zu kalt oder man ist wirklich auch noch mal sicher gegangen und hat sich jetzt nicht groß auf Experimente eingelassen. Ja. Fassen wir mal zusammen. Also, Weihenstephaner Hefeweißbier dunkel. Ist ein Grund auf solides und ein ehrliches Bier, das sich tatsächlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, nicht zu experimentell ist, nicht zu speziell, sondern man ist hier so richtig schön, ja, linear seinen Weg gegangen. Und so kommt es tatsächlich auch daher. Da ist nicht wirklich eine Spitze drin, wo ich sagen würde, Mensch, das ist jetzt hier ein richtig starkes Charaktermerkmal, was sich wirklich von ganz vielen Bieren abheben tut, sodass der Wiedererkennungswert sehr groß ist. Das bleibt alles aus. Also das ist theoretisch, sag ich jetzt mal so krass, wie das immer klingt, aber es ist austauschbar. Das, was mir hier einfällt, so an zwei Charaktereigenschaften, das ist einmal eine gewisse Nussigkeit in Kombination mit einer milden Süße. Das ist so was ziemlich so im vorderen Mundraumbereich sich abspielen tut. Hinten raus wird es durchaus ein bisschen floraler, ja, sogar ein bisschen herbe kann man wahrnehmen. Wird wahrscheinlich so eine Kombination zwischen Hopfen und der Hefe sein, die hier verwendet wurde, dass da so ein Zusammenspiel, wie gesagt, diesen Effekt erzeugt, so eine leichte, angenehme Herbe. Und was mir auch auffällt als ja, Charaktereigenschaft, ich finde persönlich, es ist ziemlich trocken. Es ist so dieses, wo man immer sagen würde, hey, das ist dry. Also das ist so dieses nach hinten raus, da ist das so ein bisschen wieder weiter gefächert. Es verläuft sich ein bisschen und was übrig bleibt, ist halt so was Trockenes halt. Ne? Und das ist jetzt nicht so wirklich saftig, auch nicht so fruchtig. Das ist jetzt um Gottes Willen nicht diese Hefebomben, wie wir sie eigentlich lieben, ne? So Marke Turmbräu und so, wo richtig, ja, gib ihnen da die Würfelhefe da rein oder so. Oder aber auch diese, den Bananensaft, ja, schon fast so, dass man sagt, mein Gott, nee, da schmeckt aber fruchtig nach Banane. Ja, was wir so lieben. Also all das, das bleibt hier erstmal wirklich sehr, sehr dezent, sekundär im Hintergrund. Und somit haben wir es hier, wie gesagt, mit einem Grund auf ehrlichen Bierchen zu tun, was sich nicht groß aus dem Fenster lehnt. Ich denke, man macht nichts falsch damit. Man kann sich das in den Einkaufswagen reinpacken. Man kann das ohne Probleme seinen Gästen anbieten. Es ist ein sehr verdauliches Bier. Das ist jetzt nicht zu wuchtig, nicht zu schwer. Eher ein leichteres Bier vielleicht sogar. Ideal, dass man auch 1, 2, 3 trinken kann im Biergarten oder so oder beim Picknick. Da macht ihr nichts falsch. Aber, und jetzt kommt's, für die Bierliebhaber unter euch, das heißt die Hedonisten, die genau wie gesagt so diese hedonistischen Supergenüsse im Mundraum haben wollen auf der Zunge, die immer auf der Jagd sind nach dem Besonderen, nach einer Spitze, die werden hier wahrscheinlich eher enttäuscht sein, weil die sagen dann auch so, naja, austauschbar, nicht wahr? Also da ist jetzt nicht so eine Spitze drin, wo ich sage, wow, das haut mich jetzt aber auch um hier. Du. Ja, also das ist dafür noch zu zurückhaltend, finde ich. Nennen wir es naturell bodenständig. Gut, und so möchte ich es eigentlich auch ganz gerne bewerten. Also vom Geschmack her würde ich am liebsten 3 geben, aber dadurch, dass es von der Qualität ziemlich gut ist, also man merkt halt schon, ja, da ist schon so ein bisschen Qualität drin, ne? Das merkst du auf der Zunge, das ist schon so ein Unterschied, sage ich mal, zu einem Discounterbier, die ja wie gesagt da noch mit Hopfenextrakt daherkommen und alle gleich schmecken fast, deswegen würde ich hier sogar noch ein Pünktchen mehr geben. 4/5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Nicht der Burner, aber durchaus trinkbar. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Verliert euren guten Biergeschmack nicht und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.